Hey, lieben Leute, ich bin der Bruger. Das hier ist ein Horrorspiel und dies sind die Leute, die mich unter anderem monatlich finanziell supporten. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Amy in the Shadows, Bex King 1990, Bienchen Maya, Bluefire 486, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Drag Moon, Erasion Korane, Green Tiger B, Hero Leipzig, It's Lito, Jewel Buck, Kaito Kizue, Leon der Mettler, Luigi, Markus Eckgold, Master Explorer 5000, Mike Kitschan, Battle Dragona X, MJC Cuts and Games, Neo Chaos, Nezumi, Panarik 90, Pupo Fischpup, Raik Boretzky, Ralf 66, Radion Donovan, Rufus Platus, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Vantan und Wölfchen 099. Hallo, meine zuckersüßen Liebchens. Ich bin der Bruger und das ist House of Veles. Ich sag mal so, ich hatte einen Trailer dazu gesehen. Lasst euch jetzt nicht von der Spielgrafik irgendwie... Oder vielleicht schon, lasst euch doch von der Spielgrafik beeindrucken. Aber ich sag mal so, ich habe noch nie so krasse, blutige Todesszenen gesehen in einem Spiel. Ich glaube, das Spiel wird instant demonetarisiert, wenn ich das hochlade, das Video. Geht auch nicht besonders lang. Ich glaube, so 2 Stunden wird es dauern. Deswegen werde ich so 2, 3 Teile draus machen. Mal gucken, ob ich so ein Stück aufnehmen kann. Ob ich überhaupt die Nerven dazu habe. Ja, und es ist auch schon ein Remake in der Mache mit Unreal Engine, bla und so weiter, weil das hier ist, glaube ich, von 2020, aber es sieht aus wie von 1990. Ihr werdet sehen, was ich meine. Aber wie gesagt, lasst euch nicht jetzt irgendwie beeinflussen von der Qualität des Spiels. Genießt einfach die Gewalt mit mir zusammen, weil vielleicht ist es ja auch ganz gut vom Gameplay, wer weiß. Aber vielen lieben Dank für meine Kanalunterstützerinnen und Unterstützer. Es sind viele abgehauen jetzt über Weihnachten wahrscheinlich. Also wenn ihr da irgendwie, ja, mich unterstützen mögt, es ist natürlich kostenfrei und freiwillig, dann könnt ihr das gerne tun. Würde mich sehr freuen, weil, wie gesagt, das hier wird eh demonetarisiert. Es ist sehr brutal. Es ist sehr brutal. Lasst mich euch das sagen. Es ist so ein, glaube ich, so ein kleiner Geheimtipp. Ja, auf jeden Fall gibt es kein Autosave-System. Pass auf, dass du immer speicherst, wann immer du kannst. So, das Spiel ist auch total beschissen aufzunehmen. Gleich mehr. I've come back because of a rumor that everyone seems to have disappeared from the area. If they really have left, then I think I may know the reason. Apparently, a couple years ago, a piece of very expensive research went missing from my father's company. Just recently, there have been reports that he's become a prime suspect in the company's ongoing investigation into the case. Oddly enough, not even 24 hours after he's singled out, all his accounts are shut down and nobody can contact him, or anybody else in the house. I don't want to think that Dad would steal from his own company, but from the looks of things, that could be the case. Ja, Lydis Journal, was doubles as the pause menu, also es ist gleichzeitig das Pause-Menü und man kann es nur öffnen, während Lily nicht in... Aktuell, also in. Guckt's euch an, während sie nicht in Gefahr ist. Guckt's euch an. Das ist von 2020, wie gesagt. So, kann ich dann sprinten oder sowas? Nee? Okay. Also. Wie gesagt, lasst euch überraschen. Ich auch. Ich habe, wie gesagt, nur einen Trailer gesehen, der war allerdings nicht zum Gameplay. Sondern nur die Todesszenen und die waren. Dad started to get a bit extreme when it came to security. The front door key alone won't be enough to get inside. I'll need to use the fingerprint scanner on the door panel as well. Unfortunately, it doesn't look like there's any power running through the house right now. There's an emergency backup generator in the cellar around back, though. Okay, also es gibt keine Untertitel und gar nichts. Also sie sagte, man kommt wohl nicht so einfach ins Haus rein. Zusätzlich zum Schlüssel braucht man auch noch einen Fingerabdruck. Und es gibt keinen Strom hier. Deswegen muss sie erstmal den Strom wiederherstellen. Die ist aber schon sehr edel, die Frau, ne? Hat sehr schicke Klamotten an, fährt einen Ferrari, so wie es aussah. Etepetete. Oh nein. Ich hab die ganze Zeit Angst, dass ihr was passiert. Wie auch schon da steht, so. So Supermodel, ne? So wie Posh Spice, so ein bisschen. Victoria Beckham. Ja, es ist halt so wie die alt, so oldschool-mäßig. Ist es mit den ganzen Animationen. Kennt ihr noch House of D oder wie das hieß? Oh, warte. Na. Ich hab irgendwas eben aufgenommen. Ich bin am Estate angekommen, also am Anwesen. Es ist übrigens 1988, 12. Januar 1988. Hoffentlich kann ich meinen Vater finden oder etwas, das mich
das mich davon abhält, ihm ein Buch überzuwerfen, wenn er schuldig befunden wird. Oh, das Journal von Victor Willis. 8. März 1985. Oh Gott, ist die Schrift scheiße. sogar nachdem ich so tief gegraben habe, wie ich konnte, und nachdem ich die Vertragsinhaber ausgebuddelt habe, die das Estate gebaut haben, konnten keine Aufzeichnungen gefunden werden, wie dieses Sublevel des Hauses gebaut wurde. Um genau zu sein, scheint es eine massive Lücke in den Aufzeichnungen der Firma zu geben, für 2 Jahre. Die dunklen Korridore tragen schwere Luft und es riecht sehr stark nach Kupfer. Hier am Eingang stehend gibt es mir das Gefühl von Grauen, das ich noch niemals zuvor gespürt habe. Ich weiß nicht, was mit diesem Ort hier los ist, aber es fröstelt die Hölle aus mir heraus. Ah, guck mal, Fullscreen-Mode. Ohne Scheiß, soll ich euch zeigen, was passiert, wenn ich das hier mache? Na gut, dann bin ich gemutet. Warte mal. Soll ich mal? Das ist übrigens der Fullscreen-Mode. Warte, ich muss, glaube ich, reinklicken. Das ist der Fullscreen-Mode. Jetzt ist das ganze Bild bei mir schwarz. Ja, bei euch übrigens auch im Aufnahmemodus. Und ich muss es im kleinen Fenster spielen. Ja, ich bin übrigens... Ja, jetzt seht ihr oben den Rand. Warte ganz kurz. Ich liebe es. Ich liebe diesen Scheiß, Leute. Es ist so schön. Es ist so schön. Ich kann es euch nicht sagen. So, ihr könnt was speichern. Ja. Cellar 1 saves 1. Okay. Ist geil. Ich find's mega. Hier ist so eine Geheimtür, das sehe ich doch. Oh, warte mal, hier geht's runter. Alter Wasserheizer. Bin überrascht, dass Dad das alte Ding nicht schon längst weggeworfen hat. Oh, ich mochte niemals die Art, wie diese großen Laken über Dinge geworfen werden. Das sieht alles so creepy aus. Ist echt dunkel, ne? Ich muss vielleicht ein bisschen heller machen. Ja, sortierte alte Weine. Ich wollte schon immer eine Flasche aufmachen, wie eine dieser Bad Boys, und dann die ganze Nacht Party machen. Eine beschädigte Kopie von einem Gemälde, das Dad in seinem Studienzimmer hat. Bin ziemlich überrascht, das hier zu sehen, dass er es nicht irgendwie schon rausgebracht hat. Ja, wieder dasselbe. Ah, dieser Generator speist eine andere, mehrere kleine Generatoren hinter der Wand. Scheint, dass noch ein bisschen Benzin drin ist. Soll ich ihn anschmeißen? Ja, komm. Was? Ah, ich habe eine Hilfe hier unten. Drücke RT, um den Generator zu starten. Lasse RT los, wenn die Nadel auf dem roten ist, um den Generator erfolgreich anzuschmeißen. Chance that Dad did actually do something crazy and skip town. If there is anything to find, I want to be the one to find it before the police get here and start taping up the area and calling it a potential crime scene. The lawyers are saying the company will end up taking the house and the property if Dad's found guilty. Seeing that they funded the construction of the estate when my great-grandpa founded the company, they wouldn't be outside their rights to do so. And by taking off like this, Dad has just about proven his own guilt. With any luck, I'll be able to find some clue on their whereabouts while I'm here. Okay, also sie sagte, ja, ihr Vater hat Dreck am Stecken und sie möchte es gerne aus der Welt schaffen, bevor die Polizei das rausfindet. Ist doch was hinter, oder? Boah, da ist doch ein Gang hinter dem Weinregal. Und Großvater hätte das niemals zugelassen, dass die Polizei hier einfach herkommt und sich umsehen will. Hoffentlich geht unser Fingerabdruck übrigens. Also es fängt halt harmlos an. Leute, wie gesagt, der Trailer, ne, der hat mir echt... Alter Schwede, sind da... Wie gesagt, demonetarisiert, instant. Passt mal auf. Ich werde es euch sagen. Also, ich werde es in den Kommentaren dann vielleicht sagen. Es ist halt... Naja. Aber wenn man so ein Spiel hier sieht, dann kommt man auch gar nicht drauf, dass es so ausartet, ne? Also ich würde jetzt denken, oh, was für ein Scheiß. Würde ich mal spielen, wenn ich überhaupt nichts anderes zu spielen hätte. Und das ist nie der Fall, deswegen... Look at that. Home sweet home. Home sweet home. I remember when things started to change. It was a little over 2 years ago, just before I left here.
Dad and his team led an expedition to the Antarctic. They came across a relic encased in a glacier. It wasn't what they had set out for, but it was what they found. Dad became obsessed with the find and its origins. I have a feeling he may have actually smuggled it out of the lab and back here to the estate. At one point, he became a shut-in and wouldn't allow anyone inside his study. I'm willing to bet that if he did steal that artifact, the proof is going to be upstairs, there in his study. Alles klar, sie sagte, er hat von der Expedition die Arktis durchgeführt, ihr Vater, hat er was gefunden. Er war so besessen von diesem Stück, das er fand, dass er es einfach rausgeschmuggelt hat und wahrscheinlich in sein Studienzimmer gebracht hat. Und hier, das Bild zeigt ein menschliches Opfer. Ich habe noch niemals die Anziehungskraft dieser Art Kunst verstanden. Ja, ich bevorzuge Landschaftsbilder, sagt sie. Geht jetzt aber hier komplett durch die Halle? Oh. Ja, der Knauf dreht sich frei, öffnet sich nicht. Ich denke, ich muss einen anderen Weg finden. Kann ich jetzt wiederum durch, ja. Ja, aber ich gehe erstmal hoch ins Studienzimmer, wie sie sagte. Alter, das ist so dunkel, meine Güte, warum ist dieses Spiel so dunkel? Oh, da liegt doch was. Ein Dokument von Victor Welles, 5. April 1985. Ah ja. Ja, ich habe den Strom wieder hergestellt. So. Alter, es dauerte Wochen, bevor ich den Mut fand, die kalten Hallen, die unter dem Haus versteckt waren, zu betreten nach all diesen Jahren. Als ich sie erkundete, hätte ich schwören können, dass ich entfernte Schreie und durch die Dunkelheit hab Echoen hören. Ich wusste, es ist nur die Angst, aber die mir einen Streich spielte, aber trotzdem. Es schürt weiter meine irrationale Angst, meine tiefe irrationale Angst vor diesem Ort. Es scheint keine Elektrizität zu geben in diesem Gebiet, aber was den Trip wahrscheinlich noch länger macht, als er es eh schon ist. Und als ich am Ende meiner Nerven angekommen bin, oder ja, als ich meiner Mittel angekommen bin, habe ich einen unglaublichen Fund gemacht. Das schwarze Journal meines Vaters. Das er die ganze Zeit bei sich trug. Als ich das schreibe, ist mein Verstand auf Hochtouren. Ich werde die Nacht wach bleiben und das Ding lesen, von vorne bis hinten. Gleich nochmal speichern. Nein! Nein, wir es gleich löschen will, weil ich nochmal gedrückt habe. Die Tür ist verschlossen zum Study. Okay. Leute, ich werde natürlich alles provozieren, was es an Toten gibt. Ich sag's nur, ne? Nicht, dass er denkt so, ah, Bruga. Da spielt er wieder so gut. Nein, diesmal nicht. Diesmal nicht. Aber wirklich, wenn ihr die erste Sequenz seht, die ich im Trailer gesehen habe, alter Verwalter. Ja, weiteres Stück Kunst muss ich mir natürlich angucken, alles. Muss ja nicht alles lesen hier. Oh. Oh, hinter dieser Tür fängt die Geschichte wirklich an und es gibt kein Zurück mehr. Weitermachen. Ja, komm. Wir wollen doch die Geschichte hier erleben, oder? What in the world? Was in aller Welt ist das? Ich find's halt cool, das ist so ein 2-3D-Spiel, wenn man so will. Die ganze Wand ist mit Büchern gefüllt und über Geografie. Kann aber auch nicht rennen. Gar nichts. Dad? Das ist Vaters Schreibtisch. Warte, was zum... Oh, Sekunde, jetzt klingelt's. Super. Ist das Kokain? Was zur Hölle? Dad hatte niemals ein Drogenproblem. Zumindest nichts, von dem ich wusste. Will sie sich's jetzt reinziehen? Nö, sie ist artig. Sehr gut.
Nasenmann. Oh ja, diese alte Büste. Als ich 9 war, habe ich mit dem Ball hier gespielt. Ich habe ihn zu hart geworfen und er flog hier hoch und hat die Nase dieses Dings gebrochen. Dad war so aufgeregt. Er hat es trotzdem irgendwie reparieren können. Und also war er nicht länger wütend. Es hat niemals... Was? Hat er die Evercult? Na gut, also er war nie lange wütend, wenn ich mal Mist gebaut habe, so nach dem Motto. Okay. Gehen wir uns das Teil mal ansehen. The artifact. But what the hell is this thing? Talk about weird science. I'm glad I left when I did. I don't know what you got yourself into, Dad. I just hope this thing will be enough to save our home. Christ! Oh, okay, jetzt wird's sehr schnell creepy auf einmal, ne? Ein Auge? Oh Gott, der hat sie erstmal hier festgeschnallt, festgekettet. Das ist wie gesagt House of Willis 1, also es sollte wohl noch mehr kommen, ist nicht passiert, jetzt machen sie halt ein Remake. What happened? Haben Sie eine Niere rausgenommen? Oh Gott. Alter. Ah, direkt auf die Naht gefallen. Ja, diesmal hat sich nicht aufgehängt. Sehr gut. Ist das dein Ernst? Sie konnte einfach mit den Händen aus den Glied... I hope there's nothing missing. I don't feel any different. Alter, bei der Naht. Bestimmt auch keine sterile Umgebung für eine Operation, muss man sagen. Who could have done this? The house was locked. There couldn't have been anyone else inside. Vielleicht war ja schon jemand drin. A Rude Awakening. So. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Ich habe etwas gefunden in Dads Studienzimmer. Dann ist mir schwarz vor Augen geworden und ich bin in Ketten aufgewacht. In so einer Art Dungeon. Mein Magen brennt. Irgendjemand hat mich aufgeschnitten und hat mich wieder zugenäht. Ich kann nicht sagen, ob irgendwas fehlt. Gott, ich hoffe nicht. Was zur Hölle ist hier passiert? So. Gleich mal speichern. Das X-Button to run. Alles klar. Es ist so dunkel. Aber ich mach's mal heller ein bisschen. So, ich glaube, jetzt ist es ein bisschen besser, oder? Ja, jetzt sieht man auch ein bisschen mehr. Das ist die Struktur, an die ich angekettet war. So wie es aussieht, bin ich nicht die erste Person, mit der das hier unten passiert ist. Und sie hat die Stöckelschuhe gar nicht mehr an. Oh nein, jetzt kann sie ja schnell laufen. Das ist ja langweilig. Oh. Mein Gott, diese Babypuppe. Sieht, das, was hier eingewickelt ist, sieht aus wie verbrannte Haut. Alter. Wie sie sich versteckt, guck mal. So, warte mal, gleich mal speichern hier. Oh nein, Baby Doll Room. Ja, ist auch egal. Wie viele Saves ich brauche, wahrscheinlich viel zu viele. Oh, ein Grammophon. Sieht aus wie ein altes Grammophon, was macht das hier? Ich lasse mich auch übrigens immer erwischen, also wenn es die Möglichkeit... Oh shit, someone's coming! Wenn sich die Möglichkeit bietet, lasse ich mich töten. Okay.
Das meine ich, das war harmlos. You died. Okay. Schön, Leute, schön, schön, schön. Dann machen wir weiter. Dann kann ich Line of Sight überprüfen. Okay. So lustig, wie sie sich hier reinsetzt. So in einer fließenden Bewegung, so wupp. Ah. Das ist halt ein Hearing Radius of Pursuers. Komm, geh doch raus. Daddy's home. You've been a bad girl, Lily. How many times have I told you to stay out of my study? Lily! I know you can hear me. Don't you hide from me. Why don't you come out like a good girl and take what you've got coming to you? Alter. Creep. Or perhaps you'd like to keep playing your little games until they find you. No? Fine. Have it your way then, my little Lily. When they find you, they're going to rip you apart. Okay, der Typ ist krank. Er denkt, er ist unser Vater, ja? Okay, er sagt so, ja, das Spiel hat so deine Spiele, wenn sie dich finden, wirst du schon sehen. Ah, na, na. Manchmal reichen schon die Geräusche, um zu wissen, dass gerade was Schlimmes passiert ist. Alter. Ich sag ja, die Tode sind saftig. Da ist sie weg. You died. Fein. Warum geht die nur auf mich, nicht auf unseren Vater? Was war das? Warum ist sie zurückgerutscht? I feel like I'm losing my goddamn mind. I have to get out of here. Da liegt ein Dokument auf dem Boden. Heart Rate Suppression Guide. Der Herzschlag ist der einzige Weg, wie man vermeiden kann, entdeckt zu werden. Um den Herzschlag zu senken, musst du zuerst geduckt sein unter dem Fokusmodus. Während du das tust und B drückst, wird es den Herzschlag Suppression Mode aktivieren. Achte auf die Leiste und drücke RT, um den Bar in der, um die Bar in der Mitte zu halten. Ja. Solange sie nicht entdeckt wird, kann sie sich damit verstecken. So, fertig. Remaining undetected by keeping the pulsating circle around Lily from dissecting the pulsating circle from low hostiles. Ja. Okay. No date specified. Added the documents. Also ich darf halt nicht in den Radius kommen. Ne? Sonst entdeckt nämlich nicht mit tot.
Mein Gott, das muss eine Art Albtraum sein. Unmögliche Dinge geschehen um mich herum. Und mein Dad, ich habe ihn gefunden, aber er ist nicht er selbst. Ich bin sicher, dass, wenn er mich in diesem Ort findet, er mich töten wird. Es muss einen Weg hier raus geben. Komm her. Oh Gott. Wie Vaters Journal sagte, sie sind gekommen. Das erste Zeichen ist erschienen und weitere folgen bald. Ich war ein Narr und habe die Warnung ignoriert. Er sagte, dass ich das Artefakt in den See werfen soll und zusammen mit ihm verschwinden soll. Er wollte uns nur beschützen von dem, was er gefunden hatte. Vielleicht bin ich zu sehr wie er. Meine Neugier wird mein Untergang sein. Indem ich seinen Forschungen folge, habe ich es geschafft, guck mal, das sind die Buchstaben groß, klein, das ist bestimmt was versteckt. Also, ich habe es geschafft, ihnen zu entgehen durch meine Forschung. Vaters Methode der Herzratensuppression, also des Herzschlagsuppression, kann die einzige Möglichkeit sein. Mit jeder weiteren schlaflosen Nacht und jede Zeile, die, also jede Leiden, die ich nutze, um wach zu bleiben, also deswegen Kokain, dass er wach bleiben kann, desto weniger kann ich die Kontrolle behalten. Die Muskelspasmen werden schlimmer und meine Gedanken sind in Raserei. Sogar dieses Journal weiterzuschreiben ist fast unmöglich. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Das nächste Mal, wenn diese Monstrosität mit dem Hoodie kommt, werde ich mich wahrscheinlich nicht mehr verstecken können. Ja, und die Heart Rate Suppression. Okay, wir speichern wieder. Lockroom. Denn hier? Ah, warte mal, 7,5. Das schreibe ich mir mal auf, vielleicht ist es irgendwas Wichtiges. Uch, ein groteskes Bild, das ein Safe zeigt und ein altmodisches Radio. Ja, wenn man schon von absurder Kunst redet. Warte mal, 8,0. 7,5, vielleicht ist es ja irgendwas Wichtiges. Ja, die Uhr scheint um 3.55 Uhr gestoppt zu sein. Auch das schreibe ich immer auf. Ist da noch was für der Statue? Nee. Ist ja das Uhrzimmer. Vielleicht gibt es ja was Wichtiges. Alter. Das Licht strahlt eine intensive Hitze ab. Da ist ein Dokument. Victor Welles, 10. April 85. Was haben wir hier? Da. Oh Gott, er schreibt so viel. Das Journal ist vollendet. Der Mann war wirklich wahnsinnig. Er sprach davon, eine Kreatur aus dem anderen Reich hier zu beschwören. Es braucht viele menschliche Opfer. Seine fruchtlosen Versuche haben hunderte von Jahren benötigt. Um seine verrückte Story zusammenzubringen, muss ich vom Anfang an beginnen. Obwohl es mir nicht möglich sein wird, meine Funde in einem einzelnen Eintrag unterzubringen. Das Team meines Vaters begann, den Ort zu untersuchen in Mexiko, damals 1960. Dort entdeckten sie Überreste von einer Maya-Zivilisation. Wir haben außerdem ein Grab entdeckt, das die Überreste einer einzelnen Person, die in einem Sarg in solidem Gold lag, befand. Das gesamte Gebiet war bedeckt mit Zeichen, die von Warnungen und einem tödlichen Fluch sprachen. Und das Wort Hun Hao stand in vielen Orten. Ja, und als sie den Sarg öffneten, die Person im Inneren entfernten, machten sie eine weitere Entdeckung. Ein kleiner glasartiger Orb schien sich in der Mitte zu befinden, der Mumie. Ein separates Team hat sich weiter mit dem Orb befasst. Nach einer Woche hatte das Team festgestellt, dass es sich... Was? Strewn across the lab. Achso, dass das Ding irgendwie zerbrochen war und sich über das ganze Labor erstreckte, die Überreste. Berichte sagen, dass der Hausmeister die schreckliche Szene gesehen hatte. Ketten und Organe bedeckten das ganze Gebiet. Nur einzelne Körperteile wurden gefunden. Am meisten
zu erwähnen sei, dass es keine Köpfe mehr gab. Die waren verschwunden. Es gab keine Zeichen, keine Anzeichen von einem gewaltsamen Eindringen in den Raum. Und die Laboruhren stoppten alle um 3.55 Uhr nachmittags, also um 15.55 Uhr. Super. Mit all diesen Details ist der Fall ungelöst und die Forschung, was den Orb angeht, wurden an das Team meines Vaters weitergegeben, als die Einrichtung wieder geöffnet wurde. Das folgende ist ein Zitat von seiner eigenen Hand. Es gibt Worte, die ich nicht aus meinen Gedanken schütteln kann, nachdem ich es gelesen habe. Die Stunde ist spät und ich kann nicht dem widerstehen, in die Tiefe zu starren. Eine leerenartige Oberfläche. Zeit vergeht und ich habe keine ich kann mich nicht sammeln. Keine Recollection. Ja. Ich starre einfach immer weiter. Und dann ist es geschehen, so wie die Alten es sagen. Ich konnte sehen, dass ich etwas im Inneren befand, das mich zurück anstarrte. Er geht weiter und erklärt, dass das, was er sah, die Maya als das Zeichen beschreiben. Ein Objekt, das sie repräsentiert. Diejenigen, die gekommen sind, wenn sie gerufen werden und erst wieder gehen, wenn sie genommen haben, was ihnen gehört. Es wird schon langsam früh, meine Augen werden schwer. Ich werde weiter mit der Dokumentation machen, morgen werde ich weiter mit der Dokumentation machen. Okay. Jetzt wird's auch noch richtig interessant. Ja, ne. Der Mannequin-Raum. What is that? Sind doch wir. Warum ist dieses Mannequin in meine Klamotten gehüllt? Das macht mich irgendwie ganz unruhig, wenn ich mir das ansehe. Es hat irgendwas in der Hand, aber ich kann es nicht befreien. Ja! Da rennst du weg. Aha, das sind Lockpicks, hat es in der Hand. Damit kann ich einfache Schlösser öffnen. Ah, die Tür scheint verschlossen zu sein. Ich kenne mich nicht gut aus mit Lockpicks, aber... Ja, vielleicht habe ich keine andere Wahl. Was? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber es hat funktioniert. Lightroom. Nein! Alter, ich drücke immer B, um rauszugehen, aber ich muss Start drücken. Die Augen in der Wand folgen mir. Bitch, folgt mir nicht. Shit, not again. Ah. It's not that man again. Is the light keeping it from moving? I can't be near that thing when they go back out. I better get past it quick. Oh nein. On our skin. Alter, da hatte wohl jemand so ein paar Gewaltfantasien, die er ausleben wollte mit dem Spiel. Was zum Fuck? Okay, also ich soll nicht in der Nähe sein, wenn das Licht ausgeht. Was soll ich denn machen? Soll ich jetzt das Schloss so schnell knacken, oder wie? Shit, not again. Alter. It's that man again. Is the light keeping it from moving? I can't be near that thing when they go back out. I better get past it quick. Oh.
Wow, das war knapp. Das ist ein Radio. Foreign. American. Ja. Military time. In these turbulent moments, we must look to the time of our forefathers for guidance. Discipline was key. Ah. And failure slumped. Ein schrecklicher Geruch umgibt den Safe. Ich bekomme ein schreckliches Gefühl, wenn ich es mir ansehe. Versucht die Kombination versuchen. Military time. Warte mal, was? Time of our forefathers for guidance. Discipline was key, and failure slumbered with death. It was a different time. It was a military time. In these turbulent moments, we must look to the time of our forefathers for guidance. Erstmal speichern natürlich. Oh. Ich bin sicher in der Hölle gelandet. Diese Stimmen, diese seltsamen Kreaturen, die durch die Hallen wandern. Sogar mein eigener Dad. Ich weiß nicht mehr, was noch real ist. Dieser Ort scheint so gestaltet zu sein, dass er sich alle widersetzt, was man so an, was man für logisch erachtet, so ungefähr. Es ist auf jeden Fall so gemacht, um mich zu töten. Vielleicht auch mich wahnsinnig zu machen. Mit etwas Glück wird die Tür, die mit Ketten bedeckt ist, mein Weg hier raus sein im Endeffekt. Safe Puzzle Room. It was a military time. 1355 vielleicht? So, warte mal. Ah, ja. In these turbulent moments, we must look to the time of our forefathers for guidance. Nee, 1555 meine ich doch. Discipline was key. Nicht 1355. And failure slumbered with death. It was a different time. It was a military time. Das war richtig. Der Puppe einer Baby, also der Kopf einer Babypuppe. Eine sehr beunruhigende Steinskulptur, also der Kopf einer sehr beunruhigenden Steinskulptur liegt da drin. Okay, da werde ich mal speichern. Zack. Ja. BTF? Was ist los mit ihr? Ich will unbedingt unseren Kopf haben. Ich find's lustig. A military time. A military time. Was soll ich machen? Soll ich mich ducken? Sie sieht mich ja nicht, ne? Oder? I know you're here. Don't you want to play? Nein! Okay, ich kann's nur... Hä? It's a military time. Die Szene kann ich leider nicht überspringen. Don't you want to play with you?
so viele Knöpfe gleichzeitig drücken. Das war aber richtig offensichtlich. Ich werde einfach mal meinen Herzschlag auf Null bringen hier. Weil ich einmal drüber war, oder was? So blöde Zippe. Okay, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss echt so an ihr vorbeischleichen, ja? Wenn sie da auf der anderen Seite ist, muss ich hinterher ein Stück laufen. Dann muss ich mich wieder ducken, dieses Unterdrücken machen. So, ne? Ja, so komme ich hier nicht vorbei. Alter Schwede, was für ein Gameplay ist das? Das ist doch schön. Ich hab ein Hirn im Hals. Habt ihr gesehen? Ich hab ein Hirn im Hals. Okay, dann nochmal. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann hier raus. Mal sehen. Miststück, wie sie schon wieder umdreht so schnell. Okay. Da habe ich versucht, das ein andermal weiter. Das war's für den ersten Part, Leute. Ich werde es jetzt noch nicht am Stück durchspielen. Aber ja, wie gefällt's euch denn? Ich hoffe, gut. Ich habe auf jeden Fall irgendwie schon Spaß dabei. Meine sadistischen Züge werden befriedigt. Ja, lasst mich wissen in den Kommentaren. Liked das Video gerne und macht euch gefasst auf weiteren Spaß im Haus von Veles beim nächsten Mal. Dankeschön, auf Wiedersehen.